Mit mir heute hier dabei Christine Wernick, unsere parlamentarische Geschäftsführerin, und Philipp Zeschmann, unser Mitglied im Finanzhaushalts- und Finanzausschuss. Wir möchten heute entsprechend der Einladung zunächst den dritten Antrag, den wir in dieser Plenarwoche auf der Tagesordnung haben, Ihnen vorstellen. Dazu sind wir letzte Woche nicht gekommen und der ist ja weiter relevant und aktuell. Nämlich unser Antrag, Brandenburg braucht Mindestabstände von Windrädern zur Wohnbebauung. Das ist sicherlich kein neues Thema. Wenn man BVB Freie Wähler kennt, wissen Sie, dass wir in diesem Bereich sehr, sehr konsequent zusammen mit vielen Umweltschutzbürgerinitiativen, auch dem Naturschutzbund NABU, arbeiten, um den in Brandenburg vorherrschenden Wildwuchs auch zu stoppen. Deswegen kurzer geschichtlicher Abriss nochmal zu den Gründen dieses Antrages. Im Laufe der sechsten Wahlperiode gab es ja regelmäßig Anträge, nicht nur von uns, auch von der CDU-Fraktion seinerzeit, die Abstandsregelung in Brandenburg zu verschärfen, insbesondere eine Zehnfache der Anlagenhöhe zu erreichen oder wenigstens 1500 Meter zu erreichen. Sämtliche dieser Anträge wurden in der letzten Wahlperiode abgelehnt, mit der Begründung abgelehnt, dass es hierzu ja eine Bundesratsinitiative bedürfe und man dann doch warten müsse, was der Bund regelt. Nun gibt es von Bundesebene widersprüchliche Signale, ob so eine Abstandsregelung kommt und wenn überhaupt dann 1000 Meter, die den Bedürfnissen in Brandenburg nicht gerecht wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir mittlerweile bei knapp 4000, also etwas über 3900 Windrädern liegen in Brandenburg und deren Anlagenhöhe immer größer wird. Derzeit in der Produktion mit maximaler Ausschlaghöhe von 240 Metern und es wird immer größer. Das heißt, wir brauchen eine Abstandsregelung, die den gewachsenen Bedingungen auch Rechnung trägt. Und wenn man sich vor Augen führt, welche krasse Abstandsfälle es in manchen Orten gibt, beispielsweise in Feldheim, Potsdam Mittelmark mit 550 Meter Abstand zur Wohnbebauung oder auch in Schünow bei Zossen mit 270 Metern gerade mal, Lichterfelde in Teltow-Fläming mit 350 Metern, aber auch in Elbe-Elster mit 730 Metern bei Alsdorf. Das heißt, wir haben viele, viele Beispiele in Brandenburg, wo die kolportierten 1000 Meter deutlich unterschritten werden, manchmal sogar die kolportierten 800 Meter deutlich unterschritten werden. Und deswegen brauchen wir eine Abstandsregelung nicht, weil wir die erneuerbaren Energien bremsen, sondern weil sie in Zusammenklang mit der Bevölkerung und der Umwelt und Natur auch entstehen müssen. Und da ist es nun mal so, dass wir die Situation haben, dass zunehmende Emissionsbelastung der Bürger eine erhebliche Rolle spielt. Infraschall, was noch vor 5 Jahren geleugnet wurde, mittlerweile anerkannt, Lärmbelastung anerkannt. Ich erinnere daran, dass vor 2, 3 Wochen in Bernau 11 Windräder abgeregelt werden mussten, weil sich Grenzwertüberschreitungen darstellten, insbesondere nachts zulasten der Anwohner, wurde auch jahrelang geleugnet. Und derart gibt es viele Fälle im gesamten Land. Und deswegen braucht es eine generelle Regelung in Brandenburg. Deswegen braucht es eine Lösung, die den Anliegen der Anwohner Rechnung trägt. Da geht es also, wie gesagt, um Lärmbelastung, Infrastrahl, um Schlagschatten auch, der zunehmend zu einem Problem wird und der technischen Veränderung auch Rechnung trägt. Und bevor der Einwand kommt, naja, wo kann man dann noch Windräder errichten? Wir haben die zweitmeisten in ganz Deutschland bei uns in Brandenburg, gemäß einer Bevölkerungszahl auch die meisten. Wir haben eine installierte Nennleistung von 7.500 Megawatt. Die Landesregierung plant ja einen Ausbau auf 10.500 Megawatt. Die Hälfte der neuen Windeignungsgebiete ist in Wäldern vorgesehen. Insofern haben wir hier genügend umweltschützerischen Anlass, hier regulierend tätig zu werden. Und da diese Klausel im Baugesetzbuch ja nicht mehr greift, die griff ja nur bis Ende 2015, braucht es eben eine Bundesaktivität durch Gespräche, durch Bundesratsinitiativen, was auch immer nötig ist, um diese Regelung festzusetzen. 1000 Meter reichen in Angesicht der Betroffenheit nicht aus. Das sind wir den Anwohnern in Brandenburg schuldig und das wird auch nicht kompensiert mit diesem Akzeptanz-Euro, mit dieser Windkraftabgabe, denn diese Abgabe kommt ja den Gemeinden zugute, in deren Gemarkung die Windräder errichtet sind, unabhängig davon, auf welche Gemeinde die negativen Auswirkungen entstehen. Es gibt viele Orte, wo am Rande von Gemeindegebieten gebaut wird und dann die negativen Auswirkungen auf die Nachbargemeinde erfolgen. Die bekommen kein Geld dafür. Das Geld bekommt die Gemeinde, in der es formal gelegen ist. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, welchen massiven Eingriff in die Umwelt die Errichtung von Windrädern bewirkt, die neuen Anlagen aufgrund ihrer Größe und auch Fundamentsbreite
fressen mittlerweile 1,5 Hektar Boden, gehen bis zu 20, manche 30 Meter in den Grund hinein, wenn es um die Verankerung, Befestigung geht. Da reden wir also auch von Grundwassereingriffen und vieles andere mehr. Ich glaube, nach dem riesigen Beitrag, den Brandenburg geleistet hat zur Energiewende, ist jetzt eine Abstandsregelung für zukünftige Maßnahmen dringend, dringend angezeigt. Wir erinnern daran, dass die CDU im Wahlkampf, im Kommunalwahlkampf, im Landtagswahlkampf und durch diverseste Anträge in der letzten Wahlperiode genau das hier auch gefordert hat. Wir auch. Und wenn die beiden größeren Koalitionsparteien sich dessen erinnern, was sie jetzt die letzten Jahre insbesondere immer wieder betont haben, dann glaube ich, ist dieser Antrag absolut zeitgemäß und auch erforderlich, dringend notwendig allemal. Und bevor der Einwand kommt, wie der Klimawandel gestoppt werden soll, wie die Energiewende geschafft werden soll, möchte ich nochmal darauf hinweisen, und diese Zahl ist mir sehr wichtig, wir hatten am Anfang der letzten Wahlperiode 3.300 Windräder in Brandenburg zu stehen und hatten eine tägliche Braunkohleverstromung, also vom Tagesverbrauch unseres Stromverbrauchs von 60% Braunkohle. Wir haben jetzt 3.900 Windräder in Brandenburg zu stehen, das heißt, in dieser Wahlperiode sind 600 Windräder dazugekommen und der Tagesbraunkohlenanteil am Stromverbrauch ist weiterhin bei 60%. Und zwar nicht, weil da irgendwelche Leitungen verstopft werden, sondern die Energieleistung aus erneuerbaren Energien hat Vorrang. Die EEG-Förderung besteht weiterhin und sonstige Subventionierungen auch. Das heißt, wir haben trotz des Vorrangs für Windstrom die Situation, dass statistisch gesehen seit mittlerweile 500, 600 Windrädern, wenn man das so formulieren will, überhaupt kein Strom mehr produziert wird, sondern lediglich der Strompreis sich entsprechend verteuert und die Umweltbelastungen auch zunehmen. Wir möchten mit diesem Antrag deutlich machen, dass wir dieses Thema, dass wir diesem Thema nicht nachlassen, dass wir hier immer mit den Bürgerinitiativen vor Ort auch Druck machen und insbesondere dagegen aufstehen, dass Leute, die aus ehrlichem Umweltschutz heraus diffamiert werden, auch eine Stimme, eine unterstützende Stimme bekommen. Denn das, was man letzten Tage sich anhören musste, wo Bürger, die sich für angemessene Abstände einsetzen, von grünen Bundestagsabgeordneten als Taliban beschimpft werden, dann erklärt wird, dass man nicht um jede Gießkanne ein Radius ziehen könne. Mit Gießkanne waren dann Dörfer gemeint. Oder die siedlungspolitische Analyse der Grünen, wo es dann hieß, 5 Häuser sind noch keine Siedlung. Da wohnen Menschen. Und es geht hier um Gesundheitsschutz, Emissionsschutz. Und so wie das in anderen Bundesländern auch gesehen wird, sollte es auch endlich in Brandenburg gesehen werden. Und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, dass das ja auch ein vorbeugender Antrag ist. Denn wenn die Energiestrategie der Landesregierung Umsetzung fände, reden wir von weiteren 2.000 bis 3.000 Windrädern in Brandenburg. Und diese Möglichkeiten, das zu verkraften, sind räumlich nicht gegeben. Ihre Fragen hierzu. Herr Düdow. Schätzungsweise 3 Wochen noch die Möglichkeit, mal noch mit anderen Politikern, gerade auch aus der Obermarkt. Die Leute in der Region, die seien, also im uckermärkischen Rhein, seien nicht gerade erpicht auf die 1000 Meter Abstand. Sie sehen eigentlich, dass sie sich an das Leben mit den Windkraftanlagen gewöhnt hätten und auch die Abstände, die irgendwie unter 1000 Meter liegen, hätten sie keine Probleme, zumal ja dieser Windeuro komme. Wer von Ihnen sagt jetzt die Wahrheit? Ja, vielleicht spricht dazu Christine Wernicke, die aus der Uckermark ist und sich vielleicht häufiger in Uckermark aufhält als im Berliner Reichstagsbezirk. Ja, vielen Dank auch von mir. Herzlich willkommen. Ich komme aus der Uckermark, einer der kleinsten Gemeinden, der Gemeinde Uckerland. Wir haben, ich würde sagen, so 166 Quadratkilometer und 2.500 Einwohner. Und mittlerweile stehen auf 20 Einwohner eine Windkraftanlage. Das kann man sich nicht vorstellen und es kommen weitere hinzu.
Und der Herr Zierke, der wohnt sicher, ich glaube, in Prenzlau, weit außerhalb des 1000 Meter Abstandes. Ich wohne direkt am Windfeld mit 1000 Metern, mit 230 Meter hohen Anlagen. Und ich kann Ihnen versichern, alle Bürger, Einwohner, die in der Nähe, direkt in der Nähe der Windfelder wohnen, legen sehr großen Wert darauf, dass ihre Gesundheit nicht beeinträchtigt wird. Wir haben uns sicher über all die Jahre, ich komme aus einem Wohnort und lebe seit 1998 mit Windkraftanlagen, also schon viele Jahre, und ich bin nicht weggezogen, ich fühle mich wohl dort. Wir haben uns über die Jahre sicher an das Geflacker gewöhnt. Ja, da kann man auch was vormachen. Wir haben uns auch an die Beeinträchtigung im Landschaftsbild gewöhnt. Es ist nicht schön, aber es gibt schöne Ecken in der Uckermark, die man sehr wohl noch genießen kann. Aber woran Sie sich nicht gewöhnen können und was Sie auch nicht wegdrücken können, ist die Geräuschbelästigung und der Infraschall. Und diese Geräuschbelästigung ist erst so massiv in den letzten 1,5 bis 2 Jahren aufgetreten, als die großen Anlagen angeschafft worden sind. Und auch der Infraschall ist seitdem sehr doll zu spüren. Aus meiner Ortslage heraus kann ich eigentlich sagen, bin ich immer froh, wenn Südwestwind ist und ich bin in Potsdam. Das muss man so ehrlich sagen. Ja, weil die Belastungen, sie können nicht mehr vor die Haustür gehen, sie fühlen sich unwohl, sie bekommen Kopfschmerzen, sie haben Beeinträchtigungen im Wohlbefinden. Und die Windinvestoren haben auch immer gesagt, 45 Dezibel, das ist nicht laut. Ein Traktor, der vorbeifährt, ist viel lauter, richtig. Aber der Traktor fährt vorbei und dann ist wieder Ruhe. Mit den Windkraftanlagen haben wir 365 Tage im Jahr die Beeinträchtigung. Und zwar 24 Stunden je nach Windstille. Was mich besonders verwundert, ist zum Beispiel, dass meist tagsüber die Windräder stillstehen. Aber nachts, wenn die Einwohner und die Bürger Ruhe haben wollen, dann laufen die Anlagen. Wie das passieren kann, kann ich mir auch noch nicht erklären. Aber also, wenn Herr Zierke sagt, dass die Bürger sich daran gewöhnt haben und lieber den Windeuro nehmen oder die Vergünstigung, diese 10.000 Euro pro Windkraftanlage, das mag für die Gemeinde, die dadurch unwesentlich ihren Haushalt aufbessert, sicher so sein. Aber der Bürger selbst, der vor Ort lebt, hat da eine andere Meinung zu. Nachfrage und dann Herr Göllner. Ich verstehe den Koalitionsvertrag so, dass ja der weitere Ausbau der Windkraft in Brandenburg durch diesen Begriff Repowering damit auch durch diese Maßnahmen gemacht werden soll. Also gleicher Abstand, größerer Rotor und nochmal 50 bis 100 Meter rauf. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das aufzuhalten. Ja. Also der Punkt ist so, Repowering führt einfach dazu, dass die Anlage größer ist und deswegen braucht es auch einen größeren Abstand, ist doch völlig klar. Wir werden auch in 2, 3 Jahren dazu kommen und das wird vielleicht ein betriebswirtschaftlicher Bremsklotz sein, darauf werden wir sehr stark achten. Wir kommen in 2, 3 Jahren dazu, dass die Generation der ersten Windräder in einen Rückbau kommt, die nämlich nicht repowered werden. Sie wissen, dass vor einem halben Jahr der Landtag hier meinen Antrag dazu abgelehnt hat, Rückbaubürgschaften zu erfassen. Das sei alles kein Problem. Man könne sich in 2, 3 Jahren darum kümmern, das machen dann die regionalen Planungsgemeinschaften. Wir werden ein Fiasko erleben. Das kann ich Ihnen jetzt schon hier prognostizieren, weil nämlich viele, viele Gesellschaften, die Ende der 90er Jahre errichtet haben, mittlerweile verflochten sind, aufgelöst sind und die Bürgschaften, die sie abgegeben haben, reine Papier, es sind Papiere, die dort abgegeben worden sind. In seltensten Fällen ist ja wirklich Geld geflossen. Da werden wir also erhebliche Probleme haben. Also das heißt, da wird es einen betriebswirtschaftlichen Bremsklotz geben, den wir unterstützen. Aber der Punkt muss sein, dass die regionalen Planungsgemeinschaften durch Leute besetzt werden. Und daran arbeiten wir jetzt gerade in der regionalen Planungsgemeinschaft Barnim-Uckermark, wo wir ein paar mehr Leute jetzt reinbekommen konnten durch unser gutes Kommunalwahlergebnis dort. Dass da Leute sitzen, die eben nicht nur die Vorgaben aus Potsdam exekutieren und sagen, wir müssen dieses hier beschließen, wir müssen das Windgebiet hier ausweisen, sondern dass man auch einfach mal sagt, es muss auch mal ein Windgebiet nicht errichtet werden oder auch nicht entsprechend im Raumplan ausgewiesen werden. Das muss der Punkt sein. Und natürlich ist es so, dass die Abstandsregelungen auch abhängig sein müssen von der Anlagenhöhe. Wir hatten in Bernau Schallbelastungen am Abend gehabt von über 60 Dezibel.
Und wie gesagt, wie Frau Wernicke schon erklärt, das sind mechanische, monotone Geräusche. Das ist also eine ganz andere Situation. Also die Möglichkeiten gibt es. Gut wäre natürlich in Anlagen, Abstandshöhe generell festzulegen, weil das natürlich den weiteren Ausbau auf ein Maß begrenzen würde, wie es vielleicht noch erträglich ist. So, Herr Göllner. Ja, Sie hatten so einen Gegensatz angedeutet, 2.000 bis 3.000 Windräder mehr, wenn die Koalition dieses Ziel 10.500 Megawatt dafür erreichen würde. Ist diese Zahl irgendwie belastbar oder gegriffen oder wie kommt diese Zahl? Na gut, je nachdem, wie viel repowered wird. Also es ist so, dass wir derzeit ja eine 7.500 Megawatt Nennleistung haben bei installierten etwa 4.000 Windrädern. Und die Prognosen gehen davon aus und die Windeignungsgebiete, wenn man sich in den Raumordnungsplänen der regionalen Planungsgemeinschaften ansieht, dann wäre das so, dass wir auf ungefähr 6.000, etwas über 6.000 Windräder kämen. Ja. Wenn man sich die Windeignungsgebiete... Eine geringere Anzahl, aber dann wesentlich größer. Ja. Genau. Wie groß ist die Anlage? Aber wie gesagt, ich habe bereits deutlich gemacht, die Hälfte der zukünftigen Windeignungsgebiete ist in Wäldern vorgesehen. Wenn man allein diese Anzahl addiert und die weiteren Ausbauziele forciert, dann kämen wir irgendwann an dieser Stelle an. Und das ist ja auch der Punkt, warum die Landesregierung immer wieder an diesem 2% Flächenziel festhält. Also, nur damit da nicht daraus entwickelt wird, dass wir gegen die Energiewende sind. Wir sind schon für eine Energiewende, aber bitte so, dass sie mit Menschen und Natur und Umwelt verträglich ist. Und ich komme da immer wieder auf den Punkt, dass ich mich frage, warum bei diesen ganzen Schwierigkeiten mit Windkraft und Waldgebiete, große Nähe zu den Menschen, warum gibt es von der Landesregierung immer noch kein Programm, ich nenne das jetzt mal 1000 Dächer oder 10.000 Dächer Programm für Photovoltaik anstelle dessen, insbesondere zur Förderung der Städte und Gemeinden. Die haben Turnhallen, die haben Schulen, die haben Rathäuser, große Dachflächen, die man super nutzen könnte. Dann könnte man auch eine ganze Menge Windräder einsparen, die eben diese kritischen Probleme mit sich bringen, die wir jetzt hier besprochen haben. Und das wird überhaupt nicht diskutiert. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und wir werden das weiterhin fordern. So, Frage bitte. Wenn ein Windradanlage genehmigt wird, gilt das dann für alle Zeiten in der Zukunft, oder ist es ja letztlich auch begrenzt? Na gut, die Anlagengenehmigungen sind immer auf 20, 25 Jahre ausgelegt. Deswegen werden ja Rückbaubürgschaften gefordert, theoretisch gefordert, aber de facto nicht eingetrieben. Und dann werden sie repowered oder beispielsweise, ich erinnere an einen Windradstumpf entlang der A24 in Ostbringnitz-Ruppin, glaube ich, oder Havelland an der Grenze steht, wo noch ein Plakat der PDS dran ist. Das ist so ein Beispiel, wo also dann der nicht mehr gegriffen werden konnte, der Betreiber, und deswegen der Stumpf jetzt seit 20 Jahren dort rumsteht. Eine Nachfrage, das wäre eine Alternative für Sie. Könnte man also jährlich eine Rücklage fordern oder? Naja, also der Antrag, den wir auch nochmal in veränderter Form einbringen werden, allerdings erst nächstes Jahr, sah vor und wird auch vorsehen, dass es geht erstmal da los, dass wir die Rückbaubürgschaften überhaupt erfassen müssen. Wie werthaltig sind sie? Also welche wirkliche Bonität steht dahinter und ist sichergestellt, dass die auch liquidiert werden kann im Zweifelsfall? Und das braucht es für Tausende von Anlagen. Wir reden hier also von einem erheblichen Umweltproblem, weil es können nicht alle repowered werden aufgrund der baulichen Gegebenheiten. Und es bräuchte zumindest, und das ist ja nicht mal irgendwie ein Abrücken von deren Position, es bräuchte zumindest das Eingeständnis, dass die Umweltauflagen, die bestehen, auch durchgesetzt werden. Und da reicht es nicht zu appellieren, sondern da müssen knallharte wirtschaftliche Zwänge auch auferlegt werden oder Verpflichtungen auferlegt werden. Und das brauchen diese Firmen und die müssen entsprechend durchgesetzt werden. Ob das jetzt im Landesumweltamt in neuen Zuständigkeit erfolgt, wird man sehen. Gut, meine Damen und Herren, wir haben morgen und übermorgen natürlich auch noch andere Themen auf der Tagesordnung der Landtagssitzung, das ist klar. Es wird morgen die Regierungserklärung eine große Rolle spielen, wo wir, freuen wir uns, erstmals auf Augenhöhe sozusagen mit den anderen auch sprechen können. 30 Minuten sind vorgesehen pro Fraktion. Ja, bin ich auch sehr dankbar. Für uns werde ich sprechen als Fraktionsvorsitzender und die Zeit ja im Wesentlichen auch ausreizen, denke ich, ist auch nötig. Und das beflügelt natürlich auch, wenn man die Möglichkeit bekommt, hier auf Augenhöhe mit den anderen Fraktionen zu reden. Sie werden in unserem Redebeitrag sehen, dass wir unsere Hand ausstrecken zur Zusammenarbeit, zur konstruktiven Oppositionsarbeit, aber natürlich auch unsere inhaltlichen Schwerpunkte dabei nicht außer Acht lassen und die auch sehr, sehr stark und vehement betont werden. Dazu gehört auch unsere Positionierung, und das würde ich gerne auch inhaltlich hervorstellen wollen oder herausstellen wollen. Der zweite, ja, wenn man so will, wichtigste Punkt dieser Plenarwoche, nämlich die finale Abstimmung über
den Milliardenkredit und das Zukunftsinvestitionsfonds. Und hierzu wird Philipp Zeschmann unsere Position darstellen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Der Herr Wieder hat das gerade eben angesprochen, konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen im Landtag, auch zwischen Regierung und Opposition. Und wie Sie wissen, haben wir ja jetzt im Landtag am Mittwoch die zweite Lesung und am Donnerstag die dritte Lesung zu diesem Themenkomplex, also Sondervermögen und Nachtragshaushalt. Zugleich gab es vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen, glaube ich, inzwischen drei Sitzungen. Eine davon war auch eine Anhörung der Sachverständigen. Und am Anfang wurde uns in diesem Ausschuss auch gesagt von Seiten der Koalitionsfraktionen, ja, also wir möchten hier gerne eine möglichst kooperative Zusammenarbeit. Wir wollen ja das Land gemeinsam voranbringen, haben alle gesagt, ja, okay. Dann ist die Diskussion in den eben genannten Fachausschüssen auch immer ganz sachlich im Wesentlichen gelaufen, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Wir hatten, wie gesagt, die Anhörung von Experten und von Sachverständigen. Und im Ergebnis kam es dann im Ausschuss zuletzt nach der Anhörung, also in der weiteren Sitzung, zur Abstimmung der diversen Änderungsanträge, die Sie ja kennen. Also wir hatten ja einen kleinen Änderungsantrag gestellt oder Ergänzungsantrag, um gerade was die Investitionsprojekte in diesen Sondervermögen angeht, ein klein wenig mehr zu präzisieren. Sie wissen ja, in dem Antrag steht ja mehr oder weniger drin, es kann alles sein, Innovation, Digitalisierung und so weiter. Deswegen hatte ich auch gesagt, es kann alles oder nichts sein. Und wir hatten beantragt, dass zumindest die Straßeninfrastruktur und die ÖPNV dezidiert genannt werden sollte, dass das ausgebaut und auf das entsprechende Level gebracht wird, was auch dringend notwendig ist. Die Kollegen von den Linken hatten ein bisschen mehr noch gefordert und die weiteren Kollegen von der weiteren Fraktion noch ein bisschen mehr. Und da habe ich dann vor der Abstimmung in dem Ausschuss gesagt, so liebe Regierungskoalitionsfraktionen, ihr habt uns hier kooperative Zusammenarbeit angeboten, um jetzt das auch umzusetzen, müsstet ihr 2 Millimeter auf uns zukommen, Brandenburger Vereinigte Bürger wie Freie Wähler, mit unserem präzisierenden Änderungsantrag, der aus meiner Sicht auch voll und ganz von der Koalitionsvereinbarung gedeckt wäre, auf den von den Linken vielleicht 5 Millimeter und auf den von einer weiteren Fraktion vielleicht 2 Meter, so habe ich es da gesagt, um das mal räumlich zu fassen. Und daraufhin wurde dann von den Regierungsfraktionen ausgeführt, dass sie grundsätzlich keinerlei Veranlassung sehen, irgendeine Forderung, irgendeine Änderung, irgendeine Ergänzung, irgendeine Präzisierung aufzunehmen, weil es ja gerade der Vorteil wäre, dass das so schön offen sei und dass man quasi alles oder nichts daraus finanzieren könne. Demnach wurden also alle Änderungsanträge pauschal einfach mal so mit der Mehrheit platt gemacht, sage ich jetzt mal. Das finde ich ist nicht unbedingt ein besonders kooperativer Stil. Hinzu kommt noch, dass sogar der Sachverständige, den die Regierungsfraktionen für die Anhörung benannt haben, einige ganz heftige kritische Punkte angebracht hat, die wir natürlich im Ausschuss auch diskutiert und thematisiert haben. Und die Fraktionen der Regierungskoalition haben das vollkommen ignoriert, weswegen ich in dem Punkt leider feststellen muss, dass die Kollegen offensichtlich vollkommen beratungsresistent sind und offensichtlich die Anhörung in dem Punkt ganz umsonst war. Weil wenn man Fachleute anhört, verschiedenster Couleur, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler und so weiter, und deren Hinweise und Anregungen vollkommen ignoriert, dann ist das sehr bedauerlich und sehr traurig, weswegen wir auch bei dem Punkt am Ende jetzt sagen, wir haben ursprünglich einmal gesagt, wir finden es gut, dass Geld in die Hand genommen wird, um die dringenden Investitionen in die Zukunft unseres Landes zu tätigen. Aber inzwischen sind wir dann so weit, dass wir sagen, dass wir uns bei dem Antrag nur noch enthalten können, weil eben aus unserer Sicht die minimal notwendige Präzisierung überhaupt nicht aufgenommen wurde. Und letzter Satz, auch unser Thema, das hatten wir ja auch beantragt in unserem Änderungsantrag, dass kein Geld für den Flughafen BR zusätzlich aus diesem Sondervermögen, da soll ja in Zukunftsprojekte, in innovative Projekte, in nachhaltige Projekte investiert werden angeblich, gehen soll. Ja, das ist es offensichtlich nicht. Auch das wurde ignoriert und abgelehnt. Und deswegen, wie gesagt, können wir da nur noch uns enthalten. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass dieser kooperative Stil, der da verbal mal angesprochen wurde, leider in der Praxis in keinster Weise umgesetzt wird. Ihre Fragen, Herr Peters. Ich muss nochmal zurückfahren. Wenn ich jetzt irgendwas wiederhole, dann entschuldige ich mich vorher, weil ich nicht ganz aufmerksam war. Aber zu den Windrädern, die sagten ja, nach den jetzigen Festlegungen hoher Vertrag kämen da 2.000 bis 3.000 hinzu. Wissen Sie denn, wie viele noch mehr möglich sind, wenn Sie den Mindestabstand dann auf 500 Meter erweitern? Weil da nichts anderes fordert. Naja. 1.000 Meter sind ja schon festgelegt. Na Moment. 1.000 Meter sind eventuell angestrebt. Wollen wir mal festhalten. Die Regelung muss bundesrechtlich erfolgen. Neu- und Ausbau
steht im Koalitionsvertrag. Es muss eine bundesrechtliche Regelung im Baugesetzbuch erfolgen. Und solange die nicht erfolgt, ist hier gar nichts garantiert. Das ist erstmal der rechtliche Punkt. Und zweitens, richtig ist, dass wenn wir auf 1500 Meter gehen, aus 10-fachen Anlagenhöhe, dass dann deutlich weniger sein werden. Aber bevor ich in der Zeitung lese, Peter Wieder fordert weitere 500 Windräder, das wäre dann ungefähr die Zahl, werden wir uns diesbezüglich nicht weiter positionieren. Weitere 500, die dann irgendwie noch errichtet werden könnten. Das ist aber nicht unsere Positionierung, sondern Sie wissen, dass wir auch ein Moratorium aus wirtschaftlichen Gründen schon fordern, aus sonstigen umwelttechnischen Gründen. Aber von der räumlichen Verteilung her wäre ungefähr das noch möglich. Schon das ist zu viel. Bitte schön. Aber ganz anderes Thema. Okay, 5 Minuten noch. Ja, zur Batteriefabrik oder auch nicht Batteriefabrik in Schwarzheide. Ja, also es ist der absolut richtige Schritt für die Lausitz, genau die Investitionsart, die wir dort benötigen. Die Lausitz wird kein Behörden- und Beamtenregion werden, wie das manche philosophiert haben. Und deswegen brauchen wir dort Hochtechnologie. Wir brauchen vor allem eine Verzahnung, bessere Verzahnung mit den Wissenschaftseinrichtungen, also die Stärkung der BTU. Sie wissen, da geht es um die medizinische Fakultät, aber auch noch andere Aspekte. Und wir brauchen eine deutlich bessere Praxisverschränkung der Hochschule, der Universität mit solchen Einrichtungen. Ich glaube, der Standort ist gut, aber es wäre natürlich schön, wenn man sich diese Peinlichkeit nicht leisten würde. Der eine ruft hier und der andere ruft Stopp. Da musste heute der Ministerpräsident ein bisschen zurückrufen. Aber prinzipiell ist das eine gute Sache und wird von uns unterstützt. Und ich glaube, der Standort mit Schwarzheide im Süden von USL ist auch infrastrukturell oder sozial auch das Richtige. So? Ja, geht in die gleiche Richtung. Fährt der Datenstopp? Der Ministerpräsident hat sich heute noch mal erklärt, dass der Innenminister etwas zu schnell vorgaloppiert sei. Und also er war kein Stopp, sondern ein Vorsicht sozusagen. Und ich glaube, solche Meldungen, die große Freude auch auslösen, müssen auch gut kommuniziert werden. Denn es kann nicht sein, dass der Innenminister einen Tag vorher den Abschluss verkündet und der Ministerpräsident am nächsten Tag davon redet, dass man in guten Gesprächen sei. Das ist eine schlechte Kommunikationsstrategie. Wo auch immer die Gründe jetzt drin liegen mögen, geschenkt. Aber wir hoffen, dass es kommt und wir hoffen, dass es gut kommuniziert wird. Ja, meine Damen und Herren, da möchte ich Sie noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Am Montag, den 16. Dezember, findet die Landestagung des Migrationsintegrationsrates Land Brandenburg hier im Plenarsaal statt, wo also die Vertreter der migrantischen Selbsthilfegruppen und Migrationsberater aus dem ganzen Land zusammenkommen. Jetzt ist schon zum dritten Mal hier im Plenarsaal mit Genehmigung der Präsidentin. Ich habe die Ehre, diese Veranstaltung zu leiten, also vom Präsidentensitz aus. Und dort soll es vor allem um die migrantischen Forderungen im Bereich mehr Selbstbeteiligung, Unterstützung für Integrationsleistungen im beruflichen Bereich, im Weiterbildungsbereich gehen. Die Themen werden dort diskutiert und besonders verdiente Ehrenamtler in diesem Bereich auch ausgezeichnet. Also eine sehr große Veranstaltung, die größte dieser Art in Brandenburg, mit der großen Ehre hier im Plenarsaal das durchführen zu können. Des Weiteren verweise ich auf eine Veranstaltung, an der Sie auch gerne teilnehmen können. Am 20. Dezember ein Bericht über Bergkarabach, Live-Bericht sozusagen von vor Ort und die dortigen politischen, aber auch besonderen religiösen Bedingungen in der Abgrenzung zur katholischen Kirche, aber auch zum islamischen Aserbaidschan. Das heißt, eine sehr interessante politische, aber auch religionswissenschaftliche Betrachtung, für die ich bereits eine Rüge vom Bundesaußenministerium bekommen habe, dass ich in Bergkarabach gewesen bin ohne aserbaidschanische Genehmigung. Auch die Präsidentin wurde darüber informiert, über diese Rüge, die nehme ich gerne auf mich. Eine sehr interessante Reise, über die ich gerne mit den entsprechenden Schwerpunktsetzungen berichte. Und ich weiß, dass Bernau nicht jedem auf dem Weg liegt, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen interessiert. Von besonderer Bedeutung, gerade aus ostdeutscher Sicht, das ist ja eines der Konflikte, den fast jeder Ostdeutsche kennt, sozusagen. Sicherlich sehr, sehr relevant und die Erlebnisse dort direkt an der Front sozusagen bis rangefahren in die Geisterstädte, in die militärischen Konfrontationsgebiete. Da werden Sie ja so einiges erfahren können, wen es interessiert. Na, es gab letztes Jahr wieder Tote auch. Da gibt es immer wieder so kleine Scharmützeleien und Grenzverschiebungen. Da gibt es ja auch Exklaven, in denen ich auch gewesen bin, die also kleine Dörfer, die nochmal abgeschieden sind, direkt ran an die Bunkeranlagen, wo also sie oben die aserbaidschanische Armee sehen und unten quasi die armenischen Bunker. Manche Fotos vielleicht nicht unbedingt vorzeigbar jetzt, wenn armenische, aserbaidschanische Leute dabei sind, aber also da hat das Risiko einiges an interessantem Präsentationsmaterial mit sich gebracht.
Und welche Konsequenzen hat die Rügen jetzt? Welche Sanktionen müssen Sie befürchten? Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich die territoriale Integrität Aserbaidschans achten soll. Allerdings das Außenministerium auch einräumt mir gegenüber, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker, also insbesondere des armenischen Volkes, auch gleichwertig zu betrachten ist und ich das auch in Zukunft beachten möge. Und das wurde mir und gleichzeitig in CC an die Präsidentin geschickt, weil die aserbaidschanische Botschaft sich offenbar beschwert hat, weil sie von dieser Reise Wind bekam. Wenn Sie in Aserbaidschan landen, dürfen Sie noch einreisen? Nein. Ich habe auch ein Visum bekommen von Bergkarabach. Die haben ja eine eigene Regierung auch ein Visum bekommen im Pass. Und das verhindert leider die Einreise. Zumindest mit dem deutschen Pass. Mit dem ungarischen Pass würde es sicherlich noch gehen. Aber ich will es nicht probieren. Da sind schon einige Leute für einige Jahre eingefahren dort. Das könnte noch gehen, wenn ich nicht zu sehr damit kolportiere, was jetzt natürlich hier geschieht. Aber nein, also in aller Ernsthaftigkeit, das ist ein sehr, sehr eingefrorener Konflikt und ich will mich da auch nicht politisch positionieren, aber die soziokulturellen Beobachtungen, so will ich es mal bezeichnen, sind sehr, sehr, sehr interessant und auch wenn es Asien ist, hat es natürlich trotzdem eine europäische Note. Haben Sie eine doppelte Staatsbürgerschaft? Nee. Ja, ja. 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 Wie oft waren Sie da schon? In der Region? Nee, da war ich jetzt nur einmal, einmal, aber sehr ausführlich in Armenien und in Bergkarabach. Das war schon mal ein Vortrag, ja, das war aber unter migrationspolitischer Betrachtung und das ist jetzt wirklich dieser Aspekt. Genau, das ist aber jetzt dieses Jahr, das ist aber nochmal unter einem anderen Aspekt. Ja, ja, schon immer. Das könnte ja nicht eher 200 sein. Okay, dann ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Tag.